Guten Morgen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Es geht euch allen gut. Mir geht's heute auf jeden Fall prächtig. Let's go! Ja, schön, dass ihr den Weg auf meinen Kanal zurückgefunden habt und oder neu auf dem Kanal seid. Herzlich willkommen! Ja, hinter mir fahren die Kutschen. Leute, heute ist es soweit. Heute geben wir dem Schnorcheln die zweite Chance. Und wir hoffen, es ist dieses Mal nicht so wellig im Meer. Die Chancen stehen gut. Wir haben brutal gutes Wetter, blauer Himmel. Sonnenschein, es windet nicht. Wir sind gespannt, was auf uns zukommt. Wir gehen jetzt noch kurz was einkaufen. Wir brauchen noch Wasser, noch einen kleinen Snack, weil wir haben noch nichts gegessen. Wir sind schon relativ spät dran. Um 9:30 sollen wir da sein. Es ist 9:05 oder mittlerweile schon 9:10. Also nur einen kleinen Snack rein, dann geht's ab aufs Boot und dann düsen wir los. Ey, ich freue mich schon richtig. Uns wurde versprochen, wenn wir keine Turtles sehen, dann kriegen wir unser Geld wieder. 100%. Also, ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Wir werden es sehen. Alles klar. Getränke und Kekse sind gekauft. Wir haben auf die Schnelle nichts anderes bekommen. Das heißt, ja, wir müssen uns jetzt erstmal mit dem Keksmehl begnügen. Um 12 Uhr machen wir einen Zwischenstopp und dann gehen wir da auf eine Insel und da können wir dann essen. Ganz entspannte Sache auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie viele Leute damit auf dem Boot sind. Er sagte, bis zu 20 Leute. Bis zu 20. 15 bis 20 Leute. Aktuell sehe ich nur 2. Mit Glück sind wir nur zu 4, zu 6. Das wäre richtig cool. Aber das sehen wir dann. Ah, wir sind dran vorbeigelaufen. Okay, das war eine andere Stelle. Hier steht noch keiner. Geil. Okay, wir werden jetzt abgeholt und dann schauen wir mal. Filming. Bist du aufgeregt? Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass ich wieder spucken muss. Aber weiß ich nicht. Wenn das echt daran lag, dass ich einfach nur Salzwasser geschluckt habe, dann sollte ich eigentlich keine Probleme haben. Bitte mal gucken. Ich bin ein bisschen nervös deswegen. Ich tatsächlich auch. Nach der letzten Erfahrung ist das Bauchgefühl nicht ganz so gut. Aber ich freue mich trotzdem auf die Sachen, die wir eventuell sehen. It was okay because of the praying we awake every night. Yeah. Yeah. That's good for me too. Ich zeige euch einmal noch kurz was. Und zwar, wir starten da und dann gehen wir dahin. Da oben sind die Schildkröten. Dann ist hier so ein Statuenkreis. Dann gehen wir dahin und dann noch zum Schiffswrack. Und dann zwischendurch gehen wir hier was essen. Ja, das wird die Route sein. Mega abgefahren. Und wir werden jetzt abgeholt. Let's go! Are this the guy? He's the guy. Okay, 8 Leute. Gut. Okay, have thank a good you. Snorkeling. Yeah, thank you. Yeah, see you later. Jetzt geht's los, kein Zurück mehr. Oh mein Gott. Du tust, als wenn wir Achterbahn fahren würden. Ist doch so. How are you today? Good, and you? Good, good. Nice. Where we have to go? To the right side. The right side? Yeah. Gut, meine Lieben, ich packe die Kamera gleich in die wasserfeste Hülle, sodass die Kamera nicht beschädigt wird. Und ja, genießen wir den View und das Tauchen, Schnorcheln, was auch immer. Geil. So, meine Lieben, wir machen gerade einen Break. Wir sind hier in einem Restaurant. Wir essen jetzt erstmal was, weil wir hatten immer noch kein Frühstück. Wir haben nur ein paar Kekse gegessen. Leute, ihr habt es ja gerade gesehen. Wie abgefahren ist das bitte? Das Wasser
Es ist der absolute Wahnsinn. Ja, also dieser Schnorcheltrip hat uns auf jeden Fall bis jetzt überzeugt. Wir haben jetzt eine Stunde Pause, dann gehen wir noch mal einmal kurz ins Wasser und dann fahren wir wohl zurück. Und Leute, Traum mit den Meeresschildkröten. Ich bin begeistert, ich bin richtig begeistert. Eine Sache noch, wir kamen hier eben gerade an und wir wurden belagert von Verkäufern, die Ketten und Tücher verkaufen wollen. Es ist echt krass gewesen, wir genießen das hier. Also es ist super schön hier, das Schnorcheln war auch richtig cool, aber wir haben jetzt tatsächlich festgestellt, dass meine Übelkeit doch wohl vom Bootfahren kommt. Das ist gar nicht gut. Oh Mann, das ärgert mich total, dass mir ständig schlecht wird beim Bootfahren. Ja, das ist allerdings ein blödes Problem. Ich habe das zum Glück nicht. Ich kann es nicht glauben, wie das Wasser hier aussieht. Das ist ein Traum. Das ist einfach ein Traum hier. Herrlich. So, unser Essen ist da. Michelle hat einen griechischen Salat. Schön mit Schafskäse, Oliven und so. Und ich habe Curry. Köstliches Curry habe ich. Mal probieren. Hoffentlich bin ich gleich nicht zu voll gefressen wegen Schwimmen und so. Jo, das schmeckt anders geil. Ist scharf? Wow, nee, das schmeckt richtig lecker. Willst du mal probieren? Ja, gleich. Ich muss hier kurz mal die Oliven für dich aussortieren. Leute, das ist Curry. Wir hatten neulich einen Curry, das hat wie Wasser geschmeckt, aber das hier, Alter. Ja, die wissen, was die hier machen. Hammer, mega. Oh, geil, ich freue mich. Ja, wir lassen uns das jetzt schmecken und dann gehen wir aufs Boot zurück. Let's go. So, wir gehen jetzt aufs Boot. Das Essen war köstlich. Auf zum nächsten Tauchtrip. Let's go. Ich hab Bock. Meine Lieben, was geht ab? Ja, zieht euch das rein. Wir sind wieder zurück im Bungalow. Ich war schon duschen, habe mir schön das Salzwasser abgewaschen. Leute, das war ein ultra geiler, schöner und unglaublich erfahrungsreicher Tag. Ich habe sehr genossen, im Wasser zu sein, Michelle auch. Also wir haben unsere Meinung über Schnorcheln komplett verändert. Die erste Tour war ein kompletter Reinfall, muss man auch mal gehabt haben. Aber das jetzt, Leute, das war so geil. Ihr habt ja die Aufnahmen gesehen, die Meeresschildkröten. Oh mein Gott, wie niedlich mit den kleinen, mit den Augen, wie sie so gucken, voll chillig. Kneifen sie auf und zu. Unglaublich, unglaublich. Ich bin immer noch total geflasht, auch von den Korallen. Ich habe es mir ein bisschen bunter vorgestellt, aber gut, es gibt wahrscheinlich noch Riffs, die so farbenfroh sind, wie man das aus den ganzen Dokumentationen kennt und so. Aber ja, die sterben halt alle. Wichtig dabei ist, Leute, wir waren heute mit Sonnencreme eingecremt. Das war korallenrifffreundliche Sonnencreme. Nehmt nicht die Erdöl-Sonnencreme, weil das ist der Grund, warum die Korallenriffe alle so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Es ist einfach alles grau. Das Öl tötet die Fische, tötet die Korallenriffe. Es ist nicht gut. Benutzt diese Sonnencreme bitte nicht, wenn ihr hier tauchen geht oder generell ins Wasser geht, sondern kauft euch die naturfreundliche Sonnencreme. Damit fahren wir alle auf jeden Fall besser, weil wir wollen den wunderschönen Planeten ja noch ein bisschen länger genießen. Ja, das soll's von dem heutigen Abenteuer gewesen sein. Das war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass Michelle und ich schnorcheln und tauchen waren auf der Weltreise hier. Das soll's dann mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen an mich habt, schreibt gerne was in die Kommentare. Ich werde auf jedes einzelne Kommentar von euch antworten. Und lasst noch ein Abo da, falls ihr nichts mehr von der Reise verpassen wollt. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Video in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao!